Der neue britische Regierungschef Boris Johnson muss jetzt beim Brexit seinen lautstarken Ankündigungen Taten folgen lassen. Die Situation dürfte für ihn nicht einfacher sein als für seine gescheiterte Vorgängerin Theresa May. Johnson will Großbritannien auf jeden Fall bis zum 31. Oktober aus der EU führen, notfalls auch ohne Austrittsabkommen. Ihm bleiben also nur gut 3 Monate, um das Dauerproblem zu lösen. May war mit ihrem Brexit-Deal im Londoner Parlament gescheitert. Das Austrittsdatum wurde 2-mal verschoben. Das britische Unterhaus hat Mays Brexit-Deal 3-mal durchfallen lassen. Zugleich hat es gegen den gefürchteten No-Deal-Brexit gestimmt. Johnson muss viel Überzeugungsarbeit leisten, um aus dieser Sackgasse herauszukommen. Er muss seine tief gespaltene konservative Partei zusammenbringen und die Gunst der nordirischen DUP zurückgewinnen. Die Partei hatte Mays Brexit-Deal wegen des Streits um die nordirische Grenze abgelehnt. Johnson will den Brexit-Deal mit der EU nachverhandeln. Vor allem will er die umstrittene Grenzregelung für Nordirland streichen. Der sogenannte Backstop soll eine harte Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und dem EU-Mitglied Irland verhindern. Die EU lehnt Änderungen am Austrittsvertrag allerdings strikt ab. Wirtschaft und viele britische Abgeordnete fürchten, dass ein harter EU-Austritt ohne Abkommen verheerende wirtschaftliche Folgen haben würde. Wenn der neue Premierminister keinen weiteren Aufschub in Brüssel beantragt, scheidet Großbritannien am 31. Oktober automatisch aus der EU aus. Um einen No-Deal-Brexit zu verhindern, müssen die britischen Abgeordneten die Regierung mit einem Misstrauensvotum stürzen. Neuwahlen wären die wahrscheinliche Folge.